Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Minishcap Randomizer. Es geht weiter, wir sind hier in der Höhle der Flammen, dem zweiten Dungeon in diesem Spiel, also in einem schönen Feuertempel. Und ja, sind schon ein bisschen reingegangen und gucken mal, ob wir hier vielleicht das ein oder andere schöne Item bekommen können. Da kann ich gar nicht reinlaufen, nee. Genau, und hier haben wir jetzt überall so Wege. Kann ich eigentlich zurück? Ich kann auch zurück. Die Frage war, waren da hinten auch Wege, wo ich als Kleiner durchgehen kann? Da bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Schauen wir mal. Wir gehen erstmal hier lang. Ach ja. Ihr seht mich nicht, oder? Gott sei Dank. So, wir könnten aber auch nach oben gehen. Okay, der ganze Weg hier kann auf... da ist die Lampe. Jo, kann ich die nehmen? Nein. Shit, ich muss da irgendwie lang. Nein. So nah und doch so fern. Ja, das ist halt die Frage, ne? Komme ich da irgendwie hin? Ja, so fette Schatzkiste. Da kann ich mich wieder groß machen. Ah, Lampe wäre schon geil. Ah, da brauche ich den Büsterich. Ah. Nur noch mal kurz für mich. Ich will mal schauen, ob ich auch nach oben gehen kann. Da muss man auch was wegsprengen. Das will ich jetzt nur mal kurz herausfinden. Ob ich hier hochgehen kann. Hilfe. Das geht. Aber dann, ah, dann habe ich ein Loch. Okay, alles klar. Dann ist unten der einzige Weg erstmal. Shit. Ah, Lampe wäre halt echt geil, ne? Lampe, weiß gar nicht, was man... Lampe ist gut, ich weiß aber gerade echt nicht, was ich damit machen würde. Ich weiß, wir könnten in der Stadt von Hyrule ein bisschen was anzünden und da geht dann eine Tür auf vielleicht. Das könnte man machen. Okay, wir machen erstmal hier die Kiste auf. Boss-Key für Höhle der Flammen. Okay, ist auch nicht schlecht. Ein kleiner Schlüssel wäre mir trotzdem lieber gewesen. Schade. Okay, da unten können wir auf jeden Fall auch noch lang. Ah, ich kann das, ich kann das ausschlagen. Ich dachte, ich brauche jetzt Büsterich. Aber nö. Es kommt wieder, oder? Ja. Okay, dann holen wir uns hier erstmal schnell... Schlüssel für den Waldschrein. Okay, cool. Wie viele gibt's da? Da gibt's 4 Stück. Shit. Mit einem kommen wir jetzt auch nicht so weit. Alles klar. Dann da habe ich die Tür aufgemacht. No. Geld ist auch voll. Okay. Neuer Raum, neues Glück. Sagte er. Okay, die kann ich nehmen und da reinwerfen, ne? Theoretisch. Okay, da kann ich mir schon mal eine Schatzkiste holen. 5 Pfeile. Ah, natürlich. Ich bekomme wieder 5 Pfeile. Aber wenn ich die reinwerfe, dann passiert nichts mehr, ne? Dann sind die da halt drin. Okay. Okay, dann muss ich glaube ich von oben kommen. Okay. Wir fliegen mal eine Runde. Aber bis jetzt brauchen wir hier erstaunlich wenig kleine Schlüssel. In diesem Dungeon. Bis jetzt kommen wir ganz gut durch ohne. Ich hoffe halt, dass wir irgendwie noch ein schönes Item abstauben können, bevor wir raus müssen. So, hier können wir erstmal Tür aufmachen. Das Ding schiebt mal rüber, dann haben wir noch eine Schatzkiste. Sehr schön. Wie gesagt, sobald wir vor der nächsten Schlüsseltür stehen, ist immer eh vorbei. Ist eh vorbei. Oh, Bilderlexikon der Tierwelt. Das heißt, das ist das erste Bild hier. Also das erste Buch für die Bibliothek wahrscheinlich. Oder ein Buch für die Bibliothek. Tür ist zu. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder am Anfang, ne? Das heißt, wir kommen nicht weiter. Ja. Das war's dann, glaube ich.
Weil hier hinten brauchen wir ja einen Schlüssel. Ja. Ansonsten geht es nicht weiter. Ich gucke mal auf die Karte, aber ich glaube, wir brauchen jetzt hier halt den Schlüssel, damit wir da hochkommen. Ansonsten kommen wir nicht weiter. Gut. Ja, das wollte ich nicht. Aber man kann wohl, wenn ich jetzt hier auf Speichern gehe, also ich speichere erstmal, aber man kann wohl den Quick Warp machen und dann kommt man am Anfang der Höhle wieder raus. Das ist schon sehr praktisch. Das habe ich eingestellt im Randomizer. So, aber dann war es das halt auch erstmal wieder. Wir sind so knapp vor der Dings gewesen. Ansonsten ist ja auch nichts mehr weiter, ne? Wir brauchen hier Hüsterich und Schild. Da haben wir sehr viele Sachen gehabt, auf jeden Fall. Nervt mich gerade ein bisschen. Okay, Select. Wir porten uns mal. Wir müssen mal gucken, wo wir jetzt weitermachen können. Wir gehen mal in den Waldschrein, würde ich sagen. Ja. Waldschrein ergibt Sinn. Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Schlüssel haben wir bekommen. Weil theoretisch... Ich bin ja irgendwie in den Waldschrein schon mal reingekommen. Ich weiß gerade noch nicht mehr wie. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal wieder raus und dann andersrum mich groß machen, dann durch den See schwimmen als kleiner Typ und dann komme ich, glaube ich, in den Schrein direkt rein, in den Waldschrein. Deswegen, ich bin mal einfach der Hoffnung, dass wir da vielleicht... Na? Unter Umständen Glück haben und vielleicht da noch ein schönes Item bekommen. Wenn nicht, können wir halt auch in den Tempel des Tropfens. Aber ihr seht ja, da gibt es auch 4 Schlüssel zu holen. Dementsprechend, weiß ich nicht. Okay. Ab in den Tempel. Hier brauche ich zum Beispiel auch den Büsterich, sonst komme ich hier gar nicht weiter. Halt. Manche Items fehlen uns halt einfach noch, gell? Fee ist auch geil. Egal. So, Schlüssel. Wir kommen erstmal ein bisschen tiefer rein. Frage ist, wie weit? Zack. Ist ja der erste Dungeon, das heißt, der ist auf jeden Fall nicht komplex. Schwimmen kann ich auch, theoretisch, also... Achso, aber da muss ich mich hochziehen. Stimmt. So. Ah, da brauche ich auch den Büsterich, um die zu besiegen. Da bräuchte ich auch die Fackel, glaube ich. Oder? Hier? Nee, da mache ich nur an. Ah ja. Da brenne ich das weg. Verstehe. So, hier bräuchten wir schon den nächsten Schlüssel. Insgesamt gibt es hier halt auch wieder 4 Stück. Ja, und die kann ich auch alle nicht besiegen. Im Moment. Okay, einmal hier rüber, zack, und dann wegbrennen. So, jetzt kann sich das Ding hier drehen. Richtig? So, jetzt kommen wir nämlich hier raus und haben einen neuen Weg. Heißt aber nicht, dass hier viel passiert. Meno. Da liegt eine Schriftrolle. Ich kann ja hier einfach rüberschwimmen. Die Frage, die ich mir gerade nur stelle, ist... Den Krug müsste ich normalerweise schieben, oder wie? Ah ja. Ich meine,
bisschen die Räte kann man ja machen, ne? Auch wenn ich einfach rüberschwimmen könnte. Hier müsste dann die erste Schatzkiste erscheinen. Ja. Und entweder gibt es hier das Dungeon-Item oder einen Schlüssel. Ich meine, das kann ich jetzt halt nicht. Über den Wolken. Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn jetzt wieder? I don't know. Ach, den gibt es nur einmal. Ja, dann nehme ich den. Ha. Ja, dann war es das hier, ne? Das hätte wahrscheinlich Schlüssel oder der Büsterich sein müssen. Ja, dann sind wir hier schon wieder durch. Shit, ey. Und da oben wäre halt einfach... Die guten Items warten noch auf uns. Ist halt einfach so. Aber dann war es das hier auch erstmal wieder. Quick Warp. Raus hier. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal Quick Warp mache, komme ich bei meinem Haus wieder raus, ne? Ach nee, dann komme ich im Waldschrein wieder raus. Ach ja. Auch nicht schlecht. Achso, ich bin ja klein. Stimmt, ich kann ja gar nicht anders. So, da oben ist nichts weiter. Ärgerlich, Leute. Jo, aktuell hängen wir ein bisschen. So. Dann fliegen wir mal wieder eine Runde. Ja, wir müssen jetzt erstmal irgendwo ein Item finden für uns. So. Let's go. Und einen Schluck Kaffee. Kinder sind was Wunderbares. Jo. Ja, da könnte man halt mit der Fackel hin, theoretisch. Ich hab gesagt... Ja, ihr habt gesagt, als Erwachsener kann man in den Boden fallen. Guck mal, Item. Ja, die habe ich schon. Schade. Vielleicht noch mehr? Ah, hier bin ich. Okay. Jetzt müsste ich ja quasi nur noch von der rechten Seite herkommen. Dann könnte ich mir hier wieder... Ach so, aber das ist... Brauche ich Schwerter 4. Also brauche ich zumindest die Fähigkeit, dass ich mich teilen kann öfter. Ah, schon wieder die Flossen einfach. Shit. Schade. Ich meine, klar ist cool, dass die so doppelt verteilt sind, die Items, aber an der Stelle brauchst du halt auch keine Flossen, ne? So. Ihr habt mir gesagt, da oben... Ah, das könnten wir mal machen, ne? Wir könnten uns mal ein bisschen Wasser holen. Und könnten mal die Kamine ausmachen. Wir haben ja teilweise ein bisschen Wasser. So. Und... Okay. So. Schauen wir uns die Häuser vielleicht einfach nochmal an und machen die Kamine ein bisschen aus. Dann kommen wir sicherlich an neue... Ja, guck mal. Aber wir haben ja Pfeile. Ist halt die nächste Sache. Oder sind das jetzt... Ist das jetzt die Erweiterung für die Pfeile? Alter, was? Blöde Katze. Die ist ja gemein. Heilige. Okay, machen wir uns wieder groß. Das hat doch erstmal ganz gut geklappt. So. Ich glaube, normalerweise ist das Buch, ne? Ah, der große Pfeilköcher, okay. Wir können mehr Pfeile tragen. Ist auch cool. So, die gibt uns doch immer hier... Ne? Abwehr wird für kurze Zeit stärker. So, jetzt sind wir unbesiegbar. Die hatte zwar auch Feuer im Kamin, aber ich glaube, das lohnt sich nicht auszumachen. Hier waren wir auch schon mal, aber... Ja, ich habe 300 Rubine. Ich habe eine Idee, was wir machen könnten. So, hier war, glaube ich, auch nichts weiter. Hi. Okay, der hat nichts für mich.
Ihr merkt, aktuell bin ich so ein bisschen wieder am Suchen, am Droppeln. So, hier komme ich nicht rein, ne? Da brauche ich irgendwie die Statue, habt ihr gesagt. Oder irgendwie sowas. Das hier könnten wir mal machen. Hallo! Willkommen in Shimarus Laden. Ich leite dieses außergewöhnliches Geschäft. Soll ich dir erklären, was ich anbiete? Ja, bitte. Gut, um es kurz zu sagen, bei mir kannst du deinen Mut beweisen. Ich ermögliche dir, einen Traum gegen Monster anzutreten, aber das ist noch nicht alles. Eigentlich ist das fast zu großzügig. Wenn du im Traum siegreich bist, gewinnst du einen Preis. Nun ja, das könnte geschehen. Vielleicht möglicherweise im Traum. Doch sei gewarnt, du kämpfst zwar nur im Traum, aber streng dich trotzdem an. Verletzungen im Traum sind echt. Wirst du besiegt, dann wer weiß, was dann passiert. Wagst du einen Kampf für 10 Rubine? Sicher. Ich meine, wir sind mittlerweile ganz gut gewappnet, denke ich. Oh Gott. Ja, ich schläfe euch ein. Abwehrkraft habe ich mir vorher reingehauen, ne? Das ist, glaube ich, ganz cool. Aber ist es nur ein Kampf oder sind das mehrere? Hey, lässt er einfach eine Fee droppen? Wir haben auch die Wirbelattacke. Jawohl. So. Und eine Schatzkiste. Herzteil. Frage ist, gibt's noch mehr? Neuen Herzcontainer. Das freut mich. Nehmen wir mit. Ja, fabelhaft. Gibt's noch mehr Kämpfe oder war's das? Dim, dim. Hey, wach auf. Und hattest du einen schönen Traum? Dann beehr mich mal wieder. Ja, kriegen wir noch andere Preise oder war's das? Hallo, willkommen. Ja. Und gut, um kurz zu sagen, bei mir kannst du deinen Mut beweisen. Ja. Ich mach nochmal. Will einfach nur gucken, ob wir noch einen anderen Preis gewinnen können. Außer das Herzteil. Oh Gott, ja, sind auf jeden Fall andere Gegner. Sehr schön. Sind die zwei schon mal weg? Ja, hier verliert man auf jeden Fall ordentlich Kohle. Ist vielleicht auch normalerweise nicht die beste Idee, damit so viel Geld reinzugehen. Aber hey. So, warte mal, brauche ich ein anderes Item gegen die vielleicht? Geht das mit dem Bogen? Kann ich die einfach mit dem Bogen besiegen? Ja, geil. Wir haben ja extra jetzt den neuen Köcher bekommen. Oh Gott, ja die. Die lassen ordentlich Geld droppen. Ach, das war's schon. Preis gibt's. Und... okay, ist wieder Geld einfach nur. Alles klar, also... ich denke mal, jetzt ist einfach nur Geld dran, ne? Falls hier noch andere Belohnungen gibt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Dann werde ich mich da nochmal ransetzen. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier schon das, was zu holen ist, geholt. Alles klar. Geld ist damit auch wieder voll. Er ist hier noch am Pennern. Aber ich glaube, hier können wir auch nichts mehr weitermachen, oder? Was mit dir? Okay. Ich glaube, die Häuser haben wir alle abgegrast schon. Was ist denn hier eigentlich? Wie komme ich denn da hin? Ah, ich hatte auch die Fibel bestellt. Magnus Schwertfibel, Band 1. Willst du sie lesen? Ja. Ja, aber... vom Meister Magnus bestellen. Okay, ich kann noch mehr bestellen. Ich habe eh zu viel Geld, also mache ich das einfach mal. Und der Part ist eigentlich rum, Leute. Ja.
Wir kommen ja super voran, ne? Shit, wir haben nicht einen, naja, guten Köcher haben wir bekommen, aber sonst lief's nicht so gut. Ansonsten lief's leider nicht so gut. Hier, guck mal. Wie komme ich denn hier hin als Kleiner? Das muss ja irgendwie funktionieren. Weil dann kann ich halt hier runterklettern. Was war denn hier drin? Oh. Noch ein Herzteil, okay. Mann. Ich hatte schon Hoffnung. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Minish Cap Randomizer. Tschüssi.